Hi Leute, Forti hier. Lasst uns mal zusammen ein paar Kisten aufmachen. Heute sind es ein paar Shadow Case Keys und Revolver Case Keys. Eigentlich dachte ich mir, naja, ich mache heute mal 10 Revolver Cases auf, aber dabei musste ich dann feststellen, ich hatte irgendwie nur 5 und ich konnte auch nichts vom Marketplace kaufen. Ich hatte irgendwie vor einer Weile, weiß nicht, letzte Woche oder diese Woche, keine Ahnung, vor ein paar Tagen irgendwas gekauft und ich bin irgendwie gesperrt. Ich kann da nichts Neues kaufen. Da steht irgendwie, sie haben vor kurzem einen Kauf getätigt und bis dann und dann können sie nichts Neues kaufen. Verstehe ich zwar nicht, dass Valve von mir kein Geld haben will, aber gut, ist halt so. Deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, gut, dann kommt stattdessen halt entsprechend auch Shadow Cases rein hier in das Case Opening und fertig. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die hier in der Liste stehen, die mich unterstützt haben in der Vergangenheit, mir irgendwas donated haben. Und für alle, die es weiterhin tun möchten, natürlich vielen, vielen Dank. Und der Link ist in der Videobeschreibung. So, wir machen einfach mal, oder wir fangen einfach mal mit den, naja, Shadow Cases auf, an. Unlock. Es gibt hier diese Frontside Misty, die hätte ich ganz gerne, also die finde ich ganz hübsch, aber so eine McTendrin Jean, die irgendwie vielleicht 50 Cent wert ist, wenn überhaupt, also im neuen Zustand, die ist total abgenutzt, die ist gar nichts wert, ist ja auch Wumpe. Also ich weiß nicht, wenn ihr noch Shadow Cases drüber habt, dann könnt ihr mir die natürlich auch gerne schicken, weil ich hätte gerne die Frontside Misty irgendwie. Vielleicht beim nächsten Mal, dann würde ich dann noch mehr Shadow Cases aufmachen. Ich habe auch keinen Bock, die zu kaufen, weil es kann ja natürlich auch irgendwie, also es gibt ja immer diese minimale Chance, auch mal was Tolles zu kriegen. Ich mach mal, naja, wir gucken uns einfach später an, was da alles so rauskommt. Und bisher seht ihr ja selber, dass da irgendwie nichts so Interessantes dabei ist. Frontside Misty, nein. Diese Skumbria, die ist ja so hässlich irgendwie. Die spielt auch kein Mensch. Na gut, die spielt natürlich, oh, die sieht sogar neu aus. Trotzdem wahrscheinlich nur 10 Cent wert. Also die spielt tatsächlich, oder die wird tatsächlich auch mal gespielt. Ich sag ja nichts gegen die Pumpe, aber ja. Der Skin ist halt einfach nur nichts aussagend. Oh, oh. Wow. Ist auch ziemlich abgenutzt, glaube ich. Ja, sieht zumindest so danach aus. Special Delivery, keine Ahnung. Hässlicher Skin. Ja, und 5 Revolver Case Keys. Das wird ein kurzes Case-Opening, glaube ich. Hier sind natürlich auch ein paar nette Dinge dabei. Aber, naja. Eine Stat-Track AUG Ricochet. Die sieht sogar vielleicht Minimalware oder... Na gut, hier sind ein paar Kratzer, vielleicht Minimalware. Ich weiß nicht, die könnte vielleicht ein bisschen ein paar Cent wert sein, aber naja. Also, den Revolver will ich gar nicht. Die Royal Paladin hätte ich... Oh. Statric Teclo Burner. Sieht sogar gar nicht schlecht aus. Also die würde ich theoretisch auch spielen, wenn ich die Pumpe spielen würde, aber ich glaube, die könnte was wert sein. So, wie gesagt, den Revolver Fate hier will ich gar nicht haben. Aber die Royal Paladin... Ey! Was geht? Immer bei demselben Wort, wenn ich Royal Paladin sage, dann kommt irgendwas, ne? Ich sag jetzt nochmal, also den Revolver hätte ich ja gar nicht so gerne, sondern stattdessen den, hier. Ah, Mist. Das wäre zu witzig gewesen. Da war ich aber zu langsam mit dem Wort Royal Paladin. Aber die P2000 sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ist wahrscheinlich auch nichts wert, aber sieht tatsächlich irgendwie cool aus, finde ich. Auch wenn die ein bisschen abgenutzt ist hier. So, und jetzt kommen wir zum letzten Case. Auch die Point Disarray, die AK, würde ich durchaus nehmen. Ich habe jetzt eine alte AK. Und stattdessen kriegen wir Desert Eagle Corinthian. Oder Corinthian. Sieht auch ganz nett aus. Jetzt gucken wir uns mal schnell an hier. Oh, acquired. Also die gibt's, die Desert Eagle in Minimal Wear. Gucken wir mal, was die so wert ist. Sell Marketplace. Wahrscheinlich nicht viel. Aber ich habe mich mit den Skins einfach noch wenig auseinandergesetzt. Komm, ich zeige mir den Preis hier. Ja, 20 Cent, wenn überhaupt. Kannst knicken. Weg. Die Infactory New. Wow. Ich hatte gedacht, die ist ein bisschen abgenutzt. Weil hier gibt es durchaus Kratzer. Na gut, also halt entsprechend schlechter Float Value. Aber die ist ein Field Tested und die sieht aber auch fast neu aus, was geht. Und die auch in Field Tested.
Wow. Aber bei der interessiert das mich auf jeden Fall, was die so kostet, beziehungsweise was die bringen könnte, theoretisch. Vielleicht spiele ich die auch mal in einem, ja, fast 2 Euro. Na gut, der Preis geht jetzt auch unter 1,60. Die Statcheck auch. Ja, ist auch sogar ein bisschen was wert, wegen dem Stat-Track-Effekt. Special Delivery. Also eigentlich brauche ich nichts davon hier von den Dingern. Es wird wahrscheinlich verkauft oder wie auch immer. Ja, das ist natürlich nicht viel. Und ja, der Rest ist halt nichts. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr mir was donaten wollt, auch wenn es nur Kisten sind, immer gerne an den Link, der unten in der Beschreibung verlinkt ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.